mein liebes Kind. Ich schreibe dir, damit du weißt, dass es Roxy und mir gut geht. Es tut mir leid, dass ich mich nicht richtig von dir verabschieden konnte. Und ich hoffe, du kannst verstehen, warum wir diese Expedition unternehmen mussten. Wir fahren zum Nordpol, weil wir die letzten Eisbären finden wollen. Ich erinnere mich noch an den heißen Sommernachmittag, als ich in den Zoo ging und meinen ersten Eisbären sah. Es gab keinen Schnee, in dem er sich wälzen konnte, keine Eisberge, auf denen er sich im Wasser treiben lassen konnte. Das war kein Leben für einen Eisbären. Ich konnte ihm nicht helfen, wie denn auch? Man kann ja wohl schlecht einen Eisbären unter dem Mantel verstecken und ihn rausschmuggeln, oder? Komm jetzt, Roxy! Hier, bitteschön, Eiscreme für Roxy. Eines Tages fand ich in der Bibliothek eine Karte von dem großen Eisbärengebirge. Und mir wurde sofort klar, dass ich dort die letzten Eisbären finden würde. Deine Mutter sagte, ich wäre zu alt, um allein zum Nordpol zu fahren. Aber mein ganzes Leben lang war ich entweder zu jung oder zu alt für das, was ich machen wollte. Und deswegen beschloss ich, dieses Mal auf niemanden zu hören. Bitte entschuldige, Roxy. Auf jeden Fall wollte ich Roxy mitnehmen. Huskies wären zwar besser gewesen, aber ich hätte deren teures Futter nicht bezahlen können. Roxy meinte, ihre Rasse wäre sogar noch viel besser geeignet als Huskies. Aber niemand hätte ihren Artgenossen jemals die Chance gegeben, das zu beweisen. Sie erzählte, sie hätte schon vom Nordpol gehört. Und einer ihrer Vorfahren war bei seiner Entdeckung dabei. Richte Onkel Freddy bitte aus. Ich brauche seinen Trolley nur eine kurze Zeit. Der soll uns nämlich als Schlitten dienen. Und keine Angst, ich bin bald wieder da. 5. Oktober. Liebes Kind, ich bewohne eine sehr hübsche Kabine. Sie hat zwei Bullaugen. Eins für mich und eins für Roxy. Roxy war keine begeisterte Seefahrerin. Sie findet, Hunde gehören nicht auf ein Schiff. Ich habe ihr erzählt, dass es auf manchen Schiffen eine Katze gibt, um die Ratten zu fangen. Roxy sagt, alles, was eine Katze kann, kann ein Hund besser. Und Hunde seien bekannt dafür, große Seefahrer zu sein. Sie sagte, ihr Großvater war auf jeden Fall sogar Kapitän eines Schiffes. Ja, schon möglich, habe ich geantwortet. Heute Nachmittag hat Roxy den Kapitän gefragt, ob sie mal versuchen dürfte, das Schiff zu steuern. Eine halbe Stunde lang sind wir immer im Kreis gefahren. Roxy behauptete, Hunde steuern Schiffe immer so. Der Kapitän hatte Angst, das Schiff könnte vielleicht gegen einen Felsen prallen. Er übernahm das Steuer. Und dann fuhren wir wieder auf direktem Weg in Richtung Nordpol. Ich gebe diese Briefe ein paar Fischern mit, die auf dem Weg nach Hause sind. Sie berichteten, sie hätten schwere Stürme erlebt, mit Wellen, die so hoch wie ein Haus waren. Roxy gegenüber habe ich natürlich nichts von dem schlechten Wetter erwähnt, weil ich meinte, das könnte sie beunruhigen. Donnerstag, der 10. Oktober. Heute hat Roxy bekannt gegeben, dass sie ihre Meinung geändert hat und nicht mehr nach den letzten Eisbären suchen wollte. Stattdessen wollte sie zurück nach Hause. Sie sagte, sie hätte sich geirrt. Es wäre nicht Schnee, mit dem ihre Artgenossen gut klarkommen, sondern Sand. Roxy verkündete, Hunde seien ausgezeichnete Schwimmer und dass sie bis nach Hause schwimmen könnte, wenn ihr danach wäre. Ich hatte Angst, sie würde es tatsächlich versuchen. Heute Nacht bestand Roxy darauf, in der Hängematte zu schlafen.
Ich wünschte, sie würde in ihrem Korb schlafen, wie ein ganz normaler Hund. Die war für den Schiffsmotor nicht von Paus geblieben. Als der Captain versuchte, ihn wieder in Gang zu bringen, passierte gar nichts. Bis Roxy mithalf. Roxy erwähnte, ihr Onkel hätte in einer Werkstatt gearbeitet und deswegen wüsste sie so viel über Maschinen. Ich meinte, ich hätte noch nie etwas von einem Ingenieurhund gehört. Roxy sagte, wenn es Polizeihunde gibt, dann gibt es mit Sicherheit auch Ingenieurhunde. Freitag, der 18. Oktober. Wir haben in der Walrossbucht angelegt. Der Kapitän wünschte mir Glück und sagte Lebewohl. Er schenkte Roxy eine Dose Makaronen mit Käse. Ich glaube, er hat sie sehr gern gemocht. Die Stadt Walross ist wirklich gar nicht so übel. Es gibt sogar einen Postamt, wo ich Briefe abschicken und empfangen kann. Ich holte den Schlüssel für unsere neue Bleibe ab. Es ist nichts Besonderes, aber immerhin ein Zuhause. Montag, der 21. Oktober. Liebes Kind, das Wetter ist seit unserer Ankunft schrecklich. Roxy beschwert sich ständig über die Kälte. Ich habe ihr ein paar Socken gegeben, aber sie meinte, die Farbe steht ihr nicht und deswegen zieht sie auch nicht an. Heute wurde ich von Wölfen geweckt, die über das Dach liefen. Es war schon das zweite Mal in dieser Woche. Und Roxy sagt, wenn sie das nochmal machen, dann geht sie weg. Ich habe allerdings keine Ahnung, wohin sie will. Ich wette, die haben irgendeinen Schnaps getrunken. Und das ist alles Grockmanns Schuld. Er sollte ihnen keinen Alkohol verkaufen. Am 23. Oktober. Heute hat sich das Wetter beruhigt. Und als Vorbereitung auf unsere Expedition habe ich Roxy üben lassen, den Trolley zu ziehen. Ich bin sehr böse auf Roxy. Gern würde ich schnell den langen Weg zum großen Eisbärengebirge antreten. Aber ich habe das Gefühl, Roxy ist noch nicht so weit. Sie braucht doch mehr Training, als ich dachte.
28. Oktober. Liebes Kind, seit drei Tagen sitzen wir in der Hütte fest. Das Feuerholz war uns ausgegangen, weswegen wir ein paar unserer Sachen verbrennen mussten, um uns warm zu halten. Das mit ihrem Korb hat Roxy überhaupt nicht gepasst. Um sie wieder aufzumuntern, habe ich ihr dann die Geschichte von dem Eis auf dem Eisbärengebirge erzählt. Vor langer, langer Zeit begann ich, war der Schnee so rein und sauber, dass er besser schmeckte als alles Speiseeis, was man kaufen konnte. Aber als die Luft durch die vielen Chemikalien und Abgase schmutziger wurde, hat der Schnee seinen Geschmack verloren. Der letzte Rest des sauberen Schnees liegt oben auf dem Eisbärengebirge. Und deswegen wollen wir dahin. Wir wollen ein Eis für Roxy holen. Roxy liebt diese Geschichte. Ich muss zugeben, dass ich mir das eine oder andere ausgedacht habe. Das fabelhafte Pfefferminzeis mit Schokostückchen, das man nur im Schatten bekommen kann. Das köstliche Erdbeereis, das es nur beim Sonnenuntergang gibt. All das sind meine eigenen Erfindungen. Roxy schon wesentlich besser. 29. Oktober. Heute Nachmittag haben wir uns durch den Schnee gekämpft und sind nach Walross gegangen, um unseren Proviant aufzustocken. Wir haben lange suchen müssen. Alles war von einer dicken Schneeschicht bedeckt. Per Zufall haben wir das Postamt gefunden, aber erst, nachdem Roxy durch den Schornstein gefallen war. Zu dem Postamt gehört auch der einzige Laden in Walross. Wir kauften einen Schal, einen gelben Ball, Erdnüsse, ein paar Stiefel, Haferflocken und ein paar Zelthäringe. Dann überreichte mir der Postbeamte ein langes, dünnes Paket. Mein Vater hatte mir mein altes Einzereisen geschickt. Das ist mein Lieblingsgolfschläger. Er ist nicht nur gut für lange Bälle und zum Abschlagen, sondern Eispickel und Wanderstock, alles in einem. Ich bin sicher, dass ich es mit meinem Einzereisen auf jeden Fall bis zum Eisbärengebirge schaffe und die Eisbären finde. Gingen Roxy und ich los, um in der Blauwalbucht nach angeschwemmtem Holz zu suchen. Während wir das Holz zusammensuchten, entdeckten wir drei halb erfrorene Seemöwen und retteten sie. Oktober. Die Seemöwen wurden wieder ganz lebendig, nachdem sie am Ofen aufgetaucht waren. Sie machten einen ziemlich verwirrten Eindruck und hatten ein schreckliches Chaos angerichtet. Roxy empfand den ganzen Zwischenfall als sehr störend und ist jetzt ausgesprochen schlechter Laune. Ich beschloss, lieber mit meinem Einzereisen golfen zu gehen. Brachte einen herrlichen Schlag zustande. Nur leider traf ich damit den Falschen.
sich der bewusstlosen Pinguine die Hütte mitbrachte, war Roxy sehr ärgerlich. Sie fragte, warum ich nicht die ganze Art des Sohns nach Hause einlade. Wir könnten gern alle Seelöwen, Polarfüchse und Seevögel ins Haus holen und selbst draußen schlafen. Ich musste sie ermahnen, etwas mitfühlender gegenüber den anderen Tieren zu sein. Sie sagte, die würden sich nichts aus ihr machen. Warum sollte sie sich dann Mühe geben? Hurra und yippie-yippie-yay! Der Pinguin ist aufgewacht. Ich ging raus, um Holz zu holen. Plötzlich schien mir, als würde irgendetwas nicht stimmen. Ich rannte wieder rein und sah auf den Kalender. Da stand, heute wäre der 32. Oktober. Was gar nicht stimmen kann, da der Oktober ja nur 31 Tage hat. Heute müsste also der 1. November sein. Roxy erklärte, ihr wäre es völlig egal, wie viele Tage der Oktober eigentlich hat. Für sie wären alle Tage gleich. Und sowieso sollte man die Tage ihrer Meinung nach überhaupt nicht nummerieren. Irgendetwas ganz Seltsames geht vor. Egal, was Roxy dazu sagt. Ich denke, wir sollten so schnell wie möglich zum Eisbärengebirge aufbrechen, bevor es noch merkwürdiger wird. 33. Oktober. Heute Morgen sind wir sehr früh aufgebrochen. Sie auf die Wölfe. Sie schienen anders zu sein. Mehr so, wie sie wohl waren, bevor die Kneipe hier eröffnet worden war. Wie Wölfe eben. Bis zum Mittag hatten wir die sanften Hänge hinter uns und begannen nun mit dem langen Aufstieg. Einmal habe ich mich umgedreht und einen Blick auf die Hütte geworfen. Ein winziger Punkt, weit, weit entfernt. Roxy zog den Trolley mit großer Begeisterung, zweifellos beflügelt von den Gedanken an Eiscreme. Und so hatten wir bis zur Teestunde die halbe Strecke nach oben geschafft. Wir krochen in unsere Schlafsäcke. Nur Pinguin nicht, der es gewohnt ist, die eisigste Kälte auszuhalten. Morgen werden wir es bis ganz nach oben schaffen. Ich bin sehr müde. Dein Großvater. Sonntag, der 34. Oktober. Ein schrecklicher Tag. Wir hielten an und schnitten mit meinem Einzereisen Schneeblöcke aus, um ein Iglu zu bauen.
Wir haben nur noch wenige Lebensmittel. Fünf Fische und ein paar Haferflocken. Das ist alles. Auch nur einen Schlafsack. Alles andere war mit dem Trolley weggeflogen. Heute Abend fühlen wir uns sehr mutlos. Ich höre den Sturm heulen. 35. Oktober. Der Sturm hat immer noch nicht aufgehört. Wir sitzen den ganzen Tag lang im Iglo fest. Ich habe mit Roxy, ich sehe was, was du nicht siehst, gespielt, um sie bei Laune zu halten. Aber im Iglo gibt es nicht viele Dinge zu sehen. Darum war es ein recht kurzes Spiel. Kind, du weißt doch, dass ich alt bin, oder? Dies ist einer der Gründe, warum ich hierher gefahren bin. Ich muss die Eisbären sehen, bevor es zu spät ist. Die Eiskappen schmelzen. Die Eisbären können nirgendwo anders hingehen. Wenn ich sie gesehen habe, kommen wir zurück nach Hause. Keine Angst mehr, Kind. Wir haben uns alles genau überlegt. In Liebe, dein Großvater. Der 37. Oktober. Jetzt besitzen wir nur noch einen Fisch. 38. Oktober. Dem Himmel sei Dank für Roxy. Heute Abend hat sie ihre Dose mit Macaroni und Käse hervorgezogen und gesagt, die hätte sie für eine besondere Gelegenheit aufgehoben. Es war das Beste, was ich je gegessen habe. Der Sturm tobt noch immer. Wir schlafen zu dritt im Schlafsack, um uns gegenseitig zu wärmen. Gott segne dich, mein Kind. Dein Großvater. 39. Oktober. Liebes Kind, ich bin sehr schwach. Wir haben nichts mehr zu essen. Ich fühle mich so erschöpft, wie noch nie im ganzen Leben. Heute Nacht werde ich von den Eisbären träumen. Roxy sagt, sie will von Eiscreme träumen. Da sind ja die Eisbären. Das ist eine so schöne Welt. Eine Welt, die nie vergeht. Sei still, Roxy. Morgen suchen wir Eiscreme für dich. Eiscreme für Roxy.